Herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Christoph Saring und ich stelle euch heute die Windows 10 Übersetzer-App vor. Diese Übersetzer-App, die gibt es auch für Android und die gibt es auch für iOS mit einem relativ identischen Funktionsumfang. Ein paar Kleinigkeiten sind anders. Ich werde die Android-Version nochmal in einem zweiten Video vorstellen. Und in einem dritten Video werde ich nochmal vorstellen, wie man ein Live-Gespräch zwischen zwei Geräten realisiert. Auf manchen Windows-Versionen ist der Windows-Übersetzer oder diese Übersetzer-App schon vorinstalliert. Auf manchen ist es nicht. Ich habe das jetzt mal von meinem System entfernt und werde das jetzt mal aus dem Microsoft Store für die, die es noch nicht haben, zeigen, wie man das installiert. Das heißt, wir gehen jetzt, öffnen mal den Microsoft Store und suchen einfach nach Übersetzer. Die App hatte früher mal einen anderen Namen, die hieß mal Bing Translator oder Microsoft Translator. Unter der Bezeichnung findet man das auch noch im Store. Wir in der deutschen Variante, wir können einfach nur Übersetzer eingeben. Das heißt, entweder haben wir das hier schon in dieser Vorschlagsliste. Oder wir suchen halt mal mit dem Enter. Das war jetzt irgendwie nicht wirklich was. Das heißt, müssen wir wahrscheinlich ausschreiben. Da haben wir es. So, man findet es auch, wenn man einfach, also wenn man Cortana jetzt nicht abgeschaltet hat, dass es suchen kann, kann man es einfach unten in die Cortana-Suchleiste eingeben. Findet man hier auch. Man kann auch direkt auf Installieren gehen, sozusagen. So, wir klicken das jetzt mal an. Dann möchten wir das installieren. Wenn man das mit dem angemeldeten Konto, an dem man an Windows angemeldet ist, nicht mit einem Microsoft Live-Konto verknüpft hat, dann kommt natürlich diese Meldung. Die kann man aber ignorieren. Die App lässt sich auch ohne diese Anmeldung installieren. Und dann dauert das hier ein paar Sekunden, weil es die Internetverbindung halt auch nicht ganz so schnell ist. Ich möchte halt diesen kleinen Moment mal nutzen. Bitte abonniert meinen Channel, muss ich ja immer wieder sagen. Je nach Gerät gibt es oben, unten, links, rechts irgendwo einen Knopf, beziehungsweise rechts unten im Video auf meinem Logo oder unserem Logo. Da kann man einfach diesen Channel abonnieren. Okay, noch ein, zwei Sekunden. Können wir das natürlich gleich hier drin starten. Ich mache das aber doch mal zu. Und dann, wenn man es jetzt nicht abgeschaltet hat, ist es im Prinzip oben zu sehen in zuletzt hinzugefügte. Oder man kann sich das jetzt hier unten aus der Liste suchen. Oder wie wir es kennen, können wir einfach hier lostippen, Übersetzer. Dann haben wir das, sehen wir, dass es jetzt nicht mehr anzeigt, dass es aus dem Microsoft Store installierbar ist, weil es schon installiert ist. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das jetzt an Start anzuheften. Das tun wir jetzt auch mal, beziehungsweise man könnte sich das auch in die Taskleiste, das heißt unten in diese Leiste, einheften, brauchen wir jetzt nicht. So, dann haben wir jetzt hier den Übersetzer und starten den einfach mal. So, dann muss natürlich noch eine Datenschutzerklärung bestätigt werden oder akzeptiert werden. Das liegt ja daran, dass einige Funktionalitäten nur in Kombination mit der Microsoft Cloud-Infrastruktur funktionieren. Zum Glück sind aber schon viele Funktionen auch möglich, rein in der Offline-Variante zu nutzen. Das heißt, man kann sich die Sprachpakete, das zeige ich dann alles noch, lokal installieren und dann funktioniert die App auch fast zu 100% offline. Inzwischen. War vor ein paar Monaten noch anders. So, wir akzeptieren das jetzt einfach mal. Bleibt da nichts anderes übrig. Dann kommt hier nochmal so eine Hinweisfenster, dass man das in Cortana integrieren kann oder hat. Das ist auch ein bisschen, liegt ein bisschen daran, wie man seine Datenschutzeinstellungen konfiguriert hat, ob das funktioniert oder nicht. Ich mache das jetzt mal weg, weil das erstmal relativ unwichtig ist.
So, dann sind wir jetzt schon in dieser ersten Maske. Und man kann jetzt zum Beispiel hier oben einfach ein Dokument öffnen, das heißt eine TXT-Datei oder eine DocX, das heißt eine Word-Datei in dem Fall. Und könnte den Text direkt übersetzen lassen. Oder man tippt jetzt hier einfach mal Guten Tag ein. So, natürlich falsch geschrieben, aber es funktioniert trotzdem. Sehen wir, dass das jetzt in Spanisch übersetzt hat. Man kann das hier oben jetzt sich auch anhören, die Übersetzung. Buenos días. Ja, und man kann den Text hier kopieren oder speichern. Oder man kann sich das anpinnen. Also anpinnen ist, dass man sich Übersetzungen, die man schon mal getan hat, sozusagen in eine sich immer wiederholen kann. Das heißt, ich pinne das jetzt mal einfach hier an. Dann kann man hier in Verlauf gehen und dann haben wir hier die neuesten. Das ist der Verlauf und gepinnt ist das, was ich mir festmerken will. Weil im Verlauf ist es nicht unbedingt alles drin. Das heißt, wenn ich sage, lösche meinen Verlauf, dann bleiben die gepinnten drin. Die ungepinnten wären jetzt weg. So, wir gehen mal zurück auf Übersetzen. Natürlich können wir hier auch noch andere Sprachen einstellen. Das ist eine ganze Menge. Es sind nicht ganz alle Sprachen, die der Bing Translator könnte, weil ich weiß, dass noch viele, viele andere Sprachen auch existieren. Die werden halt nur nicht offiziell in der Microsoft Übersetzer-App integriert, weil dann müsste Microsoft dafür Support leisten. Die Sprachen werden aber von bestimmten Gruppierungen oder Organisationen gepflegt. Aber ich denke, hier sind die gängigsten für uns benötigten Sprachen sind drin. Also Chinesisch, mit Chinesen haben wir ja ganz viel zu tun in den letzten Jahren. Fast in jedem Unternehmen, mit dem ich zu tun habe, die haben auch irgendwas mit China zu tun. Dann natürlich Englisch, Spanisch, Finnisch, Griechisch, keine Ahnung was, also die wichtigsten, oder Polnisch oder Tschechisch, was in unserem Fall hier nahe der polnischen und tschechischen Grenze oft wichtig ist, oder für einen Urlaub halt, ich denke mal, es ist alles enthalten, was wir so gängig benötigen. So, wir gehen mal auf Englisch. Oder wir können mal Chinesisch ganz kurz machen. So, und dann geben wir nochmal einen guten Tag. Und wir sehen, dass wir sozusagen gleich die Übersetzung bekommen. Das heißt, in chinesischen Buchstaben, also in dieser chinesisch vereinfachten Variante. Und hier unten haben wir nochmal die Lautsprache dazu. Ja. Ja. Ist jetzt nicht ganz gut gesprochen. Also es ist von der Aussprache nicht so perfekt jetzt in dem Moment gewesen. Im Englischen klappt das ein bisschen besser. Good day. So, und dann sehen wir jetzt beim Englischen auch schon hier, also bei manchen Sprachen gibt es diesen Wörterbuch-Button. Wir haben ja gesehen, also wenn ich jetzt hier auf Chinesisch gehe, dann gibt es den nicht. Bei der englischen Variante gibt es hier ein Wörterbuch und das Wörterbuch zeigt an. Achso, wir müssen das mal hier anklicken, Wörterbuch. So, dann gibt es im Prinzip Übersetzungen für die einzelnen Wörter oder dann Verwendungsbeispiele. Also kann man sagen, Thesaurus. Das heißt, hier kann man sich das auch This is a good one. in Englisch und in Das Deutsch. ist eine gute Aufgabe. In Deutsch ausgeben lassen oder halt in der jeweiligen Sprache, wo es funktioniert. Ist leider noch nicht für jede Sprache integriert. Ich denke mal, das kommt aber nach und nach dann auch für alle Sprachen. So, dann kann man sich den Text natürlich hier kopieren oder speichern oder wieder anpinnen oder teilen. Das ist dann halt per E-Mail oder irgendwelchen Social Media Geschichten. So. Dann gehen wir mal auf diesen zweiten Knopf. Das ist die Spracheingabe. Das heißt, wir können auch sprechen und wir bekommen einen Text. Guten, achso,
Ich wollte schon lossprechen. Ich drücke jetzt das erstmal auf Mikrofon und da ich in den Datenschutzeinstellungen das nicht standardmäßig erlaubt habe, dass jede App auf das Mikrofon zugreifen darf, kommt jetzt diese Meldung. Das heißt, in diesem Fall brauchen wir das. Drücken wir auf Ja. So, wir gehen mal ganz kurz in die Datenschutzeinstellungen, was das denn bedeutet. Hier haben wir Datenschutz und dann gibt es hier Mikrofon. Das heißt, hier ist erstmal grundsätzlich an. Und dann habe ich hier die Möglichkeit für die Apps. Also das heißt, damit, dass hier sozusagen das angeschaltet ist und das angeschaltet ist, funktioniert das Mikrofon für alle Standard-Desktop-Apps. So, also Desktop-Anwendungen. So, für die ganzen neuen Apps, also die mit dieser neuen Variante sind, wie zum Beispiel hier das Wetter oder das Store oder Feedback-Channel oder auch viele neue Applikationen, die findet man dann hier drin, diese Applikation, und man kann für jede Applikation einzeln das Recht vergeben, ob die Zugriff auf das Mikrofon oder die Kamera haben. Gut, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, mache ich nochmal ein extra Video, wie Datenschutzeinstellungen und was man alles da einstellen kann und was man nicht eingestellt lassen sollte, wenn man ein bisschen paranoisch ist. Da gehe ich in einem anderen Video nochmal drauf ein. So, mach das jetzt mal ganz kurz weg. Wir haben jetzt den Zugriff erlaubt und jetzt drücken wir einfach entweder die String und die Leertaste zusammen oder wir drücken einfach hier mit der Maus mal drauf. Guten Tag. Das war einmal nichts. Da muss ich jetzt nochmal schauen, ob ich mein... Weil ich ja mehrere Mikrofone dran habe. Sounds, Aufnahme. Na, da hatten wir mein Gitarrenmikrofon dran. So, Standardkommunikationsgerät und guten Tag. So, dann geben wir jetzt mal, sagen wir jetzt mal was, drücken hier auf diesen Knopf. Guten Tag. So, wir sehen, dass das sehr gut funktioniert. Hat das wir verschluckt? Wahrscheinlich habe ich zu leise ins Mikrofon gesprochen. Aber so kann man vieles erklären. Es funktioniert sehr gut. So, wir können ja noch mal auf Chinesisch umstellen. Guten Tag. Heute ist ein schönes, schönes Wetterchen. So, dann kann man sich das natürlich... 日安. 今天是个好天气. Kann sich das natürlich auch anhören. Wir machen jetzt das mal wieder auf Englisch. Schade, dass es heute regnet. Also obwohl ich mich jetzt komplett verschluckt habe gerade, hat das trotzdem das sehr, sehr gut übersetzt. Auch wenn ich denke, dass regnet in dem Fall nicht groß geschrieben wird. Keine Ahnung, was das soll. Also Rechtschreibprüfung scheint da noch nicht perfekt zu sein. Aber Sie sehen, das funktioniert wirklich sehr, sehr perfekt. So, dann haben wir jetzt hier noch einen weiteren Reiter, das heißt Bild. Das heißt, wir könnten jetzt irgendein Bild laden oder die Kamera nehmen. Ich habe jetzt an dem Gerät keine Kamera. Ich werde das dann nochmal in dem Android-App-Video zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Tablet hätte mit Microsoft Windows, zum Beispiel ein Surface oder irgendetwas, dann würde ich jetzt mit der Kamera einfach irgendwas aufnehmen können.
Ich nutze das sehr oft, wenn ich im Urlaub im Ausland bin, dass man irgendwelche Schilder oder sich mal die Speisekarte einfach damit übersetzt. Also, wie gesagt, zeige ich noch in einem anderen Video, funktioniert wirklich wunderprächtig. Das heißt, der macht eine Texterkennung auf dem, was er auf dem Bild aufgenommen hat. So, und dann gibt es noch die Freihandangabe, das heißt auf einem Surface oder weiteren, wo man sozusagen mit einem Stift gut schreiben kann, kann man jetzt einfach irgendwie schmieren. Und der macht halt auch eine Übersetzung dafür. Aber nicht automatisch scheinbar. So, hallo. Ne? Also ich denke, mit dem Haus ist das auch ganz gut gelungen. Wo ich sage, sind ja nur keine perfekten Buchstaben und trotzdem funktioniert das sehr gut. Dann haben wir hier natürlich auch wieder diese Variante mit dem Wörterbuch, wie auch das in dem anderen, in der anderen Variante war. So, das waren jetzt erstmal die Grundfunktionalitäten, was man so einfach damit machen kann. Den Verlauf hatte ich ja jetzt hier schon mal erst gezeigt. Das heißt, ich mache jetzt nochmal, lösche den Verlauf und dann sehen wir, dass wir jetzt das, was wir erst gepinnt haben, dass das hier geblieben ist und den Rest hat das jetzt rausgeschmissen. So, dann haben wir hier noch den Punkt Gespräch. Das ist dann, wenn man mit sozusagen über zwei Geräte, das heißt, der eine, der ist in, was weiß ich, in Honolulu irgendwo und man selber ist hier natürlich in Bautzen und will mit dem jetzt telefonieren und beide Seiten haben schlechte Sprachkenntnissen der jeweils anderen Sprache und die können sich nur sehr schwer verständigen. Dann kann man jetzt sagen, er nimmt sich auch diesen Bing Translator und ich habe den Bing Translator, egal mit welchem Gerät. So, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Dann könnte ich jetzt sagen, ich starte jetzt eine Konversation. Das heißt, starte einmal, dann sage ich, welche Sprache habe ich. Ich habe jetzt Deutsch und gebe einen Namen ein. So, und dann startet das im Prinzip diesen Dialog. Und dann könnte ich dem anderen sozusagen diesen Code schicken. Und wenn der neben mir stehen würde, könnte der sich jetzt diesen QR-Code einfach abfotografieren. Da wäre der in dem Gespräch mit drin. So. Ich weiß nicht, ob ich es gleich mal ganz kurz zeige. Ich kann das ja mal versuchen. Ich mache jetzt mal. Einen Quick Support auf und dann nehmen wir mal den TeamViewer. So, 1216016514. Zulassen. So, und dann sehen wir mal mein Handy hier. Und jetzt wollen wir hier den Bing Translator nehmen. Den habe ich hier schon mal drauf. Und so, hier könnte man jetzt sozusagen mit dem Fotoapparat fotografieren, diesen QR-Code. Also entweder ich gebe einfach den Code per Tastatur ein oder ich versuche den jetzt zu fotografieren. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf Foto und nehme den QR-Code vom Bildschirm. Hat er schon gefunden. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, was für eine Sprache habe ich hier. Das heißt Englisch und Hans eingeben. So. Und jetzt drücke ich mal hier aufs Mikrofon. Good morning.
So, und wir sehen, der hat jetzt auf der anderen Seite das mir sofort ins Deutsche übersetzt. Und genauso funktioniert das auf der Seite. Das heißt, guten Morgen. Und dann ist das auf der anderen Seite übersetzt. So, in dem Fall hier scheint es gar keine Mikrofonausgabe zu geben, aber wahrscheinlich, wenn man nebeneinander steht, ist es zu irritierend. Ist noch nicht so ausgereift. So, das heißt, wir können jetzt hier, also grundsätzlich ist das jetzt erstmal so verstanden, würde ich sagen. Und wir beenden jetzt mal das Ganze und verlassen die ganze Geschichte. So. Okay. Machen wir mal zu. Das war jetzt nur mal ganz kurz gezeigt, wie das funktioniert. Wie gesagt, die Android-App werde ich dann später auch noch mal vorstellen. Da sind ein paar kleine Unterschiede dabei, nicht im Wesentlichen. Also grundsätzlichen Sachen funktionieren identisch. Aber ich könnte dann noch mal hier in dem Video mal ganz kurz zeigen, wie das mit dem Fotografieren funktioniert. Das heißt, ich nehme mal zum Beispiel, müsste ja immer was Unverfängliches sein. Was haben wir denn mal ganz kurz? Ein bisschen Werbung. Also das funktioniert im Prinzip mit der Windows-App identisch. Ich mache jetzt nochmal den Teamweaver auf und gehe nochmal auf die App, weil natürlich auf meinem Handy habe ich eine Kamera. Jetzt hier. So, machen wir nochmal den Bing Translator. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Gehen wir mal zurück. Und jetzt nehmen wir mal die Kamera. So. So. Also wir sehen, das hat total geil funktioniert. Na. Und auch schnell. Und wie gesagt, es funktioniert inzwischen auch auf dem Android-Handy offline. So, machen wir das nochmal zu hier. Alles. Das können wir ja, wie gesagt, werde ich in dem zweiten Video nochmal besser zeigen. So, dann haben wir noch so einen sogenannten Sprachführer. Das ist so um die wichtigsten Floskeln, die man so hat. In den jeweiligen Sprachen sich beibringen zu können. Also zum Beispiel Grundlagen, Englisch, Spanisch wollen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt mal Deutsch und Englisch oder Polnisch oder keine Ahnung. Deutsch, so. Und da kann man halt wenigstens die wichtigsten Sachen lernen. Ach, Deutsch ist natürlich Quatsch. Also ich nehme jetzt mal zum Beispiel Polnisch. Das wäre. Was denn hier? Hätte man auch eine Suche reinbauen können. So, das heißt, hier haben wir jetzt in Deutsch Hallo. und dann in Polnisch. Witam. Na, oder auf Wiedersehen. Do widzenia. Do widzenia. Na. Auf Wiedersehen. So, und da kann man sich auch unterwegs, wenn man im Urlaub ist und wenn man sich schon nicht sozusagen ordentlich unterhalten kann, dass man wenigstens die wichtigsten Standardfloskeln sich beibringt. Und ich denke mal, das ist auch eine, sag ich mal, sehr nette Geste gegenüber dem Gegenüber. Den Rest kann man ja dann sozusagen über den Translator übersetzen lassen. Ich gehe jetzt nochmal auf die Offline-Funktionalitäten ein. Und zwar bringt das ja nichts, diesen Bing Translator zu haben, wenn man dann irgendwo steht, wo man keine Internetverbindung hat. Und
man die Funktionalitäten nicht nutzen kann. Das heißt, wir gehen hier oben rechts auf diese drei Punkte und haben den Menüpunkt Sprachpakete und sehen, dass Englisch vorinstalliert ist. Und in unserem Fall würde ich jetzt sozusagen das Deutsch installieren oder dann noch eine jeweilige Sprache, wenn man jetzt zum Beispiel in der Tschechei ist, dass man sich das tschechische Sprachpaket installiert oder wenn man in Spanien ist, halt das spanische Sprachpaket, damit man dann auch irgendwo in der Pampa den Übersetzer nutzen kann. Das ist auf dem Android-Handy auch möglich. Und ich muss sagen, es funktioniert wider Erwartens fast genauso gut oder fast genauso perfekt, wie wenn das Cloud-gestützt ist. Warten noch einen ganz kleinen Moment, bis es fertig ist. So, dann bekommen wir so eine Bestätigung. Hier unten hat nichts weiter zu bedeuten, einfach OK drücken. Und dann funktioniert das offline schon ohne Internetverbindung. So, das war es jetzt erstmal. Ich denke, ich habe grob mal die wichtigsten Sachen gezeigt. Ich will es auch nicht zu sehr verkomplizieren. Wie gesagt, bitte abonniert meinen Channel und in einem zweiten Video zeige ich dann nochmal die Android-Version. Die hat eine wirklich bedeutend oder eine ganz wichtige Funktion mehr drin, und zwar, dass man auf einem Gerät live zwischen zwei Sprachen hin und her übersetzen kann mit Sprachausgabe. Das gibt es in der Version leider so jetzt noch nicht drin. Das heißt, man braucht keine zwei Geräte, sondern kann das auf einem Gerät machen. Das zeige ich dann. Der Rest ist relativ ähnlich. Haben wir ja schon mal ganz kurz gesehen über diesen Teamviewer-Blick auf mein Smartphone. Und ich hoffe, konnte Ihnen oder euch ein bisschen helfen, wieder was Neues kennenzulernen, und freue mich, wenn ihr das nächste Video auch anschaut. Also, auf Wiedersehen und eine schöne nächste Woche.